Hallöchen, meine Freunde, Nacht und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von X4. Ja, meine Frühstückspause zwischen der letzten Folge und der jetzigen ist vorbei. Knappe halbe, dreiviertel Stunde. Lecker, lecker Salami-Brötchen. So, und wir sind, zurück. Was haben wir jetzt vor? Wir müssen erstmal gucken, was haben wir denn für einen Captain gekriegt auf unserem Schiff? Das ist Pleppo Bob Pleppo. Der kann nämlich ja nix. Also werden wir jetzt Folgendes tun. Unser Chef oder unser Captain auf der Kastrell ist, wie gesagt, ein fast, also ein 3,5 Sterne Muckel. Der ist ein super Pilot, super Moral. Dem werden wir jetzt folgende Aufgabe geben. Du arbeitest für mich woanders, und zwar an Bord der Merkur, wählen als Captain zuweisen. Zack. Jetzt hat... Wir machen mal kurz. Spiel läuft. Genau, jetzt ist es passiert. Er ist jetzt an Bord dieses Schiffes. Hat jetzt 9 Mann als Lehrlinge. Wir nehmen uns jetzt den Besten, den wir hier finden können. Wenn es geht als Pilot. Die haben alle bloß knapp... Na, der hat ein bisschen weniger. Der hat noch ein bisschen weniger. Wir nehmen Bro. Bro arbeitet für uns woanders. Und zwar arbeitet der jetzt an Bord der Kastrell als Captain. Warum tun wir das? Danke, die Mission ist abgeschlossen. Warum tun wir das? Das machen wir deswegen, weil wir jetzt an Bord der Merkur einen Captain zu sitzen haben, der 3 Sterne hat. Was ist, oder warum ist das wichtig? Wichtig ist es deswegen, weil wir nämlich jetzt hier ihm einen dauerhaften Befehl geben können, was er standardmäßig immer machen soll, solange er nichts zu tun hat. Und da sind die 3 Sterne wichtig. Warum? Es gilt übrigens der Durchschnittswert der Sterne. Ich mache da mal kurz aus. Also, wir gehen nochmal darauf. Das gilt der Wert hier oben. Nicht der hier unten. Nicht das, sondern der Wert. Wenn ich es richtig verstanden habe. Der Durchschnittswert aller Sterne. Dann können wir Ihnen jetzt nämlich den Befehl geben, automatischer Handel. Warum ist das wichtig? Wir können ihn entweder, wenn er mit 0 Sternen unterwegs wäre, dann könnte er nicht einmal das hier bekannte Station auf Suche machen. Dann könnte er maximal, weiß ich nicht, irgendwas davon machen. Oder davon. Oder das da. Mehr nicht. Wir können ihn ab 2 Sterne sagen, Waren verteilen. Das heißt, wir setzen ihn in einen Sektor. Sagen in dem Sektor ihm den Befehl Waren verteilen. Können bestimmen, welche Waren nicht. Das kann man auch machen. Und dann friegelt er sich nur in diesem Sektor, in dem er sich aufhält, sucht er irgendetwas, was er irgendwie irgendwohin verkaufen kann, fliegt dann dort woanders hin, verkauft es dort und sucht dort irgendwie, irgendwo, irgendetwas, was er aus diesem Sektor kaufen kann und woanders hin verkaufen kann. Das geht so lange gut, bis er in diesem Sektor nichts findet, wo er sagt, das bringt mir gerade einen guten Preis. Wir können ihm jetzt aber sagen, automatischer Handel. Warum ist das wichtig? Wichtig ist es deswegen, weil wir ihm dann sagen können, er ist ein Universumshändler. Er sucht im gesamten bekannten Universum nach Schnäppchen und nach dem billigsten, was er finden kann, um es am teuersten weiterzuverkaufen. Sieht er irgendwo Energiezellen für einen 10er und irgendwer bietet dafür 22, dann macht er sich auf die Socken und tut das. Ist egal, ob der die in diesem Sektor findet oder 50.000 Sprünge weiter weg. Dann tut er das. Er ist also ein echter, reiner Universumshändler. Jetzt müssen wir aber ein paar Sicherheitskriterien erstmal für ihn festlegen, für die arme Sau. Sonst haben wir nämlich bald ein Problem. Erstens, wenn er angegriffen wird, soll er sofort fliehen. Er flieht zur nächsten Station und dockt dort an. Wenn die Polizei anhält, weil er kontrolliert werden soll, was tut er? Er kooperiert mit der Polizei. Sagt die Polizei, hey, du hast da Illegalitäten an Bord, tu mal was dagegen. Dann wirft er die ab und ist fertig. Ich glaube, die hat kein Inventar. Wir müssen das mal ganz gut prüfen. Nein, sein Inventar ist leer. Gut, richtig.
Bei Piratenüberfällen, das gleiche. Kommt er Pirat, Freibeuter, etc. pp. Was tust du? Du verschwindest. Nimm die Beine in der Hand und hau ab. Sollte dir irgendwo auf deinem Weg ein unbemanntes Schiff über den Weg laufen, rein zufällig, markiere es, sag mir Bescheid. Bei allen anderen übrigens sag mir nicht Bescheid. Wenn du Sicherheitscontainer findest, ignoriere sie. Wenn du illegale Schmuggelware irgendwo findest, ausgeworfene Container, ignoriere sie. Das lassen wir. Jetzt müssen wir in die Sperrlisten reingehen, weil hier steht, dass die aus sind. Das ist wichtig. Also, zack, globale Befehle, Sperrlisten. Wo sind sie? Sperrlisten. Welche Art von Sperrung? Es sollen Handelsbeschränkungen, Sektorreisen. Diese Sperrliste kontrolliert, ob Schiffe durch bestimmte Sektoren fliegen dürfen. Ja. Das gilt im Moment für alle zivilen Schiffe, das sind die Händler. Er soll Sektoren mit gefährlichen Regionen meiden. Zum Beispiel die Leere mit diesem hässlichen grünen Zeugs. Da soll der nicht durch. Deswegen müssen wir gleich noch was machen, damit er weiterarbeiten kann. Sektoren, die in Feindeshand sind, also die in Xenon-Hand sind, die reinen Piraten gehören, die Xenon gehören, die Krak gehören. Also alle Fraktionen, die mit uns befeindet sind, wenn denen ein Sektor gehört, fliegst du da nicht rein. Du ignorierst das. Und jetzt kann man sagen, alle Fraktionen beschränken. Nö, du sollst ja mit allen handeln, mit denen du handeln kannst, die du unter diesen Voraussetzungen antriffst. Aber alle Sektoren einschränken. Der natürlich nicht. Wenn ich sage, alle Sektoren einschränken, werden alle Sektoren eingeschränkt. Aber ganz wichtig, Hattikvas Entscheidung 1 wird eingeschränkt. Warum? Da flattern mir zu viele Xenon rum. Da hast du nichts zu suchen. Da fliegst du nicht hin. Die ignorierst du. Zusätzlich können wir noch machen, das ist mir gerade wichtig, Nupileus Glück 2. Und Nupileus Glück 2, weil da sind mir in letzter Zeit ein bisschen viele Krak aufgetaucht, also in einem anderen Spiel. Ach, wir haben es nicht gespeichert. Okay, nochmal. Sektorreise für zivile Schiffe. Feinde, Feinde. Fraktion beschränken. Nein. Hattikva 1, Nupileus 2. Die Liste ist übrigens nur so kurz, weil das sind die Sektoren, die wir kennen. Das sind die mit Xenon-Aktivitäten, also mit viel Xenon-Aktivität und Kark-Aktivität, die ich kenne aktuell. Die sollst du vermeiden, da sollst du nicht hin. Und wir speichern die Liste einfach als Unihändler. Sperre. Speichern. Das ist die Sperrliste für die Universumshändler. Wichtig. Brauchen wir? Jetzt können wir hier nämlich wieder reingehen auf unseren Unihändler, auf den Merkur. Zack, zack. Sperrliste, globale Einstellungen. Warum ist die automatisch drin? Ja, weil wir aktuell nur diese eine Sperrliste haben. Ja, ignorieren wir. Sektoraktivitäten. Da weiß ich gar nicht, was wir da machen können, uns Handelsbeschränkungen. Wir können da gerne mal reinschauen, weil das kenne ich noch nicht, ehrlich gesagt. Bei Sperrlisten gibt es das? Genau, was ist denn bei Sektoraktivität? Was kann man denn, was sind Sektoraktivitäten? Diese Sperrliste kontrolliert, ob Schiffe bestimmte Aktivitäten wie Handel oder Bergbau in bestimmten Sektoren durchführen können. Aha. Kontrolliert, ob Schiffe in bestimmten mit bestimmten Fraktionen handeln können. Der ist ja uninteressant. So, lassen wir weg. Ignorieren wir, ignorieren wir, ignorieren wir. Ansonsten haben wir noch Post, zwei neue Briefe, Beförderung bei der Argonen und bei der Republik. Bei der Föderation und bei der Republik. Ja, schön zu wissen. Danke, passt. So, jetzt haben wir den Händler eingestellt, aber der Händler tut noch nichts. Warum? Weil wir erst was anderes erledigen müssen. Und das ist leider wichtiger. Dazu müssen wir abdocken. Und wir müssen zurück dorthin fliegen. Das ist jetzt ganz blöd. Ich würde mich gerne zu meiner Kastrell zurück. Zack, quasi. Nee, würde ich nicht. Wir schnappen uns einfach die Kastrell. Warte mal. Kastrell.
aktiviere dich mal ganz kurz. Und wir sagen, der Kastrell, die soll da andocken. Schalten sie aus. Leitsystem aktiv. Und wir docken da selber einmal an. Erbitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Ganz kurz den Ton für mich leiser machen. Ich habe nicht gerade noch Videos geschaut. Warum tun wir das jetzt? Wir machen das aus zwei Gründen. Die Kastrell soll jetzt erstmal dahin, weil die wir gleich einen Schiffswechsel machen. Achso, jetzt ist er durch. Okay. Weil wir gleich einen Schiffswechsel machen. Wir wechseln nämlich gleich auf die Kastrell rüber. Und wir werden mit der Kastrell jetzt über die Tore versuchen, hier eine Verbindung hochzukriegen. Warum? Nun ja, unser Merkur soll diesen Sektor nicht befliegen, also die Leere. Jetzt soll er aber auch hier hinten handeln. Wenn der hier aber nicht handeln kann, weil er hier nicht durchfliegt, weil, sagen wir mal, er ist jetzt gerade hier und er möchte hier handeln. Kann er aber nicht, weil hier ist dicht. Ne, weil wir den abgesperrt haben, dann darf er hier nicht durchfliegen. Dann kann er hier nicht handeln, weil er kommt da hier nicht hin. Jetzt bauen wir ihm quasi den Weg frei, indem wir sagen hier. Und dann kommt er da immer noch nicht hin, sehe ich gerade. Ich bin gespannt. Ist unsere Kastrell da? Wo war die denn? Ach ja, die war ja da. Ich dachte gerade, ich bin intelligent, aber ich bin ja eigentlich blöd. Eigentlich ist es egal, ob wir den Weg hier hochbauen. Werden wir aber trotzdem machen, weil ich möchte meine zwei Lieblingsplaneten besuchen. Und zwar einmal den Mars und den Jupiter. Und wenn wir hier schon mal sind, komm, wechseln wir die Schiffe, wechseln wir auf die Kastrell, die ist mir persönlich ein bisschen lieber. Und dann können wir hier die Rapier auf Erkundungsmissionen schicken. Soll die weiter erkunden. Und danach können wir den Händler auf Handeln schicken. Ist mir persönlich wichtig. So. Das Schöne ist bei den Erdlingen-Triebwerken, die kann man einfach abschalten. Der Triebwerk ist jetzt aus, da soll auf Null gehen. Und Bremse kennen sie nicht. So typische Audi-Fahrer. So typische Audi-Fahrer. Was sind Bremsen? Was? Verkehrsriegel? Da unsere Kastrell aber noch ein bisschen braucht, werden wir einfach diesen Sicherheitscontainer da hinten noch einsammeln. Der da so ein bisschen rumfliegt. Bis die Kastrell hier ankommt. Das ist ein 10er. Ups. Ich hoffe, wir kriegen das hin mit der Waffe. Bremsen! Rückwärtsschub. Ich muss echt mit Umkehrschub arbeiten, ne? Ansonsten hast du verkackt. Mein Problem ist natürlich, dass der Kasten hier oben drauf sitzt, ne? Ja, das klappt schon mal soweit ganz gut. Ja. Da waren es nur noch 6. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier so ein bisschen... Ja. Das sieht mir nicht nach Minen aus, also sammeln wir das mal ein. Was haben wir da? Illegalitäten, Nadeln, Fernzünder, erweiterte Zielmodul. Und Unkrautvernichter. So, der ist weg. Wir wollten andocken an. Unsere Kastrell ist auch schon fast da, die ist schon da drüben. Da ist noch ein Sicherheitscontainer. Ja, guck mal, dann schalten wir den einfach auch mal drauf.
Das ist ein Sicherheitscontainer. Einser-Container. Da müssen wir gleich noch ein Sprungtor suchen, weil wir haben hier bloß eins und ich weiß, dass dieser Sektor auf jeden Fall mindestens zwei haben muss. Weil einer führt der Richtung, also eine Verbindung, also zwei Verbindungen müsste dieser Sektor haben. Ich habe aber nur eine gefunden. Einer führt nämlich zur Ortschen Wolke, das ist, nee, einer muss noch zum Pluto führen und eine Verbindung muss zu Uranus führen. Das Wesig, das muss sein. Wir bremsen wieder ab. Okay, dann boosten wir noch ein bisschen rein. Oh, okay. Ein bisschen zu früh. Abgebremst diesmal. Und gleich daneben fliegen, sonst klatschen wir dagegen. Ach. Wo ist er? Da ist er. Na komm. Und ich denke mal, so ein bisschen Erkundung können wir mal machen. Außerdem ist das Problem, ich habe es schon in einer der letzten Folgen angesprochen, einer der letzten beiden, der blöde Bug. Ich würde nämlich am liebsten eigentlich gern das letzte Geld, was wir noch haben, in Stationsbau investieren. Genauer gesagt in die Höhlenproduktion. Aber geht ja im Moment nicht, weil wir keine Blueprints hacken können. Raumfliegeneier, drei Stück wieder. Yay! Und ich möchte die Dinger nicht kaufen. Das ist nämlich arschteuer. Guck mal, die Kastrelle ist fast da. Müssen wir hin? Da. Die sind nämlich arschteuer, die Baupläne. Und wir müssen aber, wenn es geht, so viel hacken wie möglich, um es halt die Kosten auf null zu drücken für die Baupläne. Und wir brauchen diese Baupläne. Speziell Höhlenteilefertigung brauchen wir, für die Smart Chip Produktion brauchen wir, für. Ja, eigentlich brauchen wir alles. Solarmodule, Smart Chips, Lager. Ja, gut, Lager können wir vielleicht drauf verzichten. Aber Smart Chips, Mikrochips, Siliziumscheiben und die Solarmodule auf jeden Fall. Weil die Kosten will ich drücken. Dann bei den Lagern können wir vielleicht mit den terranischen Lagern noch arbeiten. Weil die andere Station, die ich ja, oder was ich an unserem HQ angebaut habe, das ist ja auch alles terranisch, Bauart her. Und da habe ich ja auch innerhalb kürzester Zeit die Teile dafür gekriegt. Das ist ja nicht das Problem. Aber ich will auf jeden Fall Smart Chips, Mikrochips haben, weil da haben die Werften auch Probleme mit. Beziehungsweise Dinge, die daraus produziert werden, sind gerade problematisch. Da kommen gerade die Werften nicht ran. Außerhalb von Andock-Reichweite. Und da müssen wir mal nachhelfen. Und dann als nächster Schritt kommt direkt die veredelten Metalle. Quasi, wir brauchen Erzsammler, die veredelte Metalle herstellen und direkt Helium abbauen, weil aus, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, veredelte Metalle und Helium zusammen ergeben. Identifiziere kriminelle Schiffe. Ergeben Höhlenteile. Können wir gleich nochmal gucken. Zack, 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 zack. Zack. Hupsi, geschossen. Na gut, ein Treffer ist erfolgreich nicht so angedockt. So, weil wir gehen mal in die Enzyklopädie. Wir wollen Waren herstellen. Willkommen. Waren bauen. So, es geht darum, wir müssen herstellen Hüllenteile. 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 Benutzung zur Herstellung von uninteressant. Ressourcen pro Zyklus. Wir brauchen Energiezellen, Graphen, veredelte Metalle. Also gucken wir mal Graphen. Graphen wird hergestellt aus Methan. Methan, nicht Helium war es.
Und Methan wird hergestellt aus gar nichts, weil Methan kann man sammeln. Wir brauchen also Gassammler Methan, um aus Methan Graphen herzustellen. Dann haben wir Graphen. Für die Höhlenteile brauchen wir Energiezellen, Solarmodule fertig. Graphen haben wir gerade abgedeckt. Wir brauchen also nur eine Graphenproduktion, wo wir Gas mit einsammeln und veredelte Metalle. Veredelte Metalle braucht Energiezellen und Erz. Ende. Wir brauchen also eine Veredelungsanlage, nenne ich sie jetzt einfach mal. Nee, eine Höhlenteileproduktion. Wir nennen sie wirklich Höhlenteileproduktion. In der Höhlenteileproduktion muss drin sein Energiezellenproduktion, veredelte Metallproduktion und Graphenproduktion. Damit wir folgende Sachen produzieren: die veredelten Metalle, Graphen und Energiezellen. Das zusammen ergibt die Höhlenteile. Wir gucken nochmal. Hüha, hiha, ho, ho, ho. Höhlenteile. Wir brauchen Energiezellenproduktion, Graphenproduktion, veredelte Metallproduktion. Ergibt Höhlenteile. Wir können Energiezellenüberschuss verkaufen, Graphenüberschuss verkaufen, veredelte Metalle Überschuss verkaufen und natürlich die Hüllenteile verkaufen, ein Teil selber einlagern. Sprich, das wird ein einziger Komplex, ein Hüllenteile-Komplex, der produziert uns Lass sie nicht entkommen! drei Produkte insgesamt. Energiezellen zählen ja nicht mit, habe ich ja am Anfang gesagt, also zwei. Mit den Höhlenteilen, also drei. Also eine Produktionsstätte, ein Komplex, der maximal drei Dinge inklusive Zwischenprodukte verkauft. Beziehungsweise produziert. Ich muss eine ganz kurze Pause machen. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Hasst das, wenn Leute anrufen. Also, wir haben einen Produktionskomplex für Hüllenteile, die wir für uns selber brauchen können. Hüllenteile, die wir in den Markt schmeißen können, veredelte Metalle, die wir für Sachen, die in den Werften benötigt werden, in den Markt schmeißen können und die Hüllenteile selbst und Graphen. Das ist Komplex Nummer 2, Komplex Nummer 1, den wir bauen. Also vielleicht bauen wir auch den zuerst. Wahrscheinlich bauen wir eher den zuerst. Das ist nämlich wichtiger. Also das ist Komplex Nummer 1, den muss ich noch planen. Machen wir den noch, dann bauen wir den, dann passt das. Komplex Nummer 2. Entschuldigt bitte, besteht aus eine Siliziumscheibenproduktion. Da brauchst du einfach was Miner losschicken, die Silizium sammelt und daraus Siliziumscheiben machen. Die Siliziumscheiben ist Produkt Nummer 1, Zwischenschritt Nummer 1. Die benötigen wir zur Produktion von Smart Chips. Die werden an Werften gebraucht. Also haben wir Smart Chips. Und Schritt Nummer 2, also Nummer 3, Produkt Nummer 3 an diesem Komplex sind die Mikrochips. Die werden auch aus Siliziumscheiben und Energiezellen hergestellt. Das ist also Produkt Nummer 3. Haben wir wieder drei Produkte ohne Energiezellen gerechnet, die an einem Komplex gebaut werden. Das ist unser Chipwerk. Name angelehnt an die älteren X-Teile. Da gab es nämlich auch immer ein Chipwerk, wo Mikrochips produziert wurden. Dort produzieren wir dann Smart Chips für die Stationen. Mikrochips zur Weiterverarbeitung von Geschützkomponenten, Elektrokomponenten, Nanotronik, die anderen Fabriken brauchen und Siliziumscheiben, die als Zwischenschritt weiterverkaufen können. Achtung! Bauen wir weiterführende Sachen, also zum Beispiel etwas, was aus Hüllenteile produziert wird, meinetwegen Waffenkomponenten. Wenn wir eine Waffenkomponentenfabrik bauen, schauen wir mal, Waffenkomponenten, benötigen Energiezellen, Höhlenteile, Plasmaleiter. Also, Höhlenteile produzieren wir denn an der Station nicht. Die Höhlenteile werden dann zum Verkauf an Dritte gesperrt und werden nur noch für den internen Gebrauch weitergegeben. Quasi der Überschuss, der bei der Höhlenteileproduktion entsteht, wird hierher weitergeleitet. Plasmaleiter. Was brauchen wir für Plasmaleiter? Plasmaleiter. Plasmaleiter braucht Graphen. Haben wir. Die Graphen können wir den Überschussverkauf schränken wir ein, schmeißen wir hierher. Passt. Okay, bei Höhlenteile werden wir vielleicht doch eher eine Weiterlieferung und einen Verkauf machen. Graphen ist aber so ein Zwischending, das wird, wird nicht weiterverkauft. Graphen wird der Überschuss dann hierher gebracht. Und eine Suprafluid-Kühlmittel. Suprafluid-Kühlmittel, das braucht Helium. Da haben wir es. Also, das sind so. Müssen wir uns dann Gedanken machen, wie wir das dann täten tun. So, dann tun wir mal auf Stopp.
den Warentransfer können wir nicht machen, okay. Und wir müssen mal gucken, inzwischen müsste doch unsere Kastrell gelandet sein, ne? Zack. Zack. Ne, die Rapier ist noch da. Warum ist denn die Rapier noch da? Wo ist denn unsere Kastrell? Kassi! Liebe Kastrell, ich bin falsch angedockt, es tut mir leid, würdest du bitte hier rüberkommen? Bitte? Entschuldige. Mein Fehler. So, das haben wir denn erledigt, wenn es denn soweit ist. Wir können mal ganz kurz in unsere Station reingucken. Profitabler Handel wird nicht so viel mehr gewesen sein. 164.000 und ja, 674.000. Also wir haben wieder über 3 Millionen Kontostand. 79, aktuell. Bitte 28. Wir können mal genau gucken, was unser, wo sehen wir es denn? Da. Also aktuelles Vermögen ist es 11 Millionen, weil der Schiffswert mit reingerechnet wird, Inventarwert und so weiter und so fort. Also das geht. Ja. Wir warten jetzt hier nur noch auf die Kastrell, dass die hier mal ankommt. Da ist sie schon unterwegs. So, wir müssen dann mal gucken. Also hier ist ein Beschleuniger, wahrscheinlich zu Pluto. Müssen wir mal gucken, ob der zu Pluto geht oder nicht. Ich vermute aber mal, dass wenn er so in die Richtung zeigt, wird er nicht nach da oben gehen, sondern eher in die Richtung Pluto. Und ich vermute mal, dass Pluto da liegt, wenn hier irgendwo die Ortsche Wolke. Und wenn wir zu Uranus wollen, müssen wir wahrscheinlich in die Richtung, also wahrscheinlich hier irgendwo Beschleuniger oder Tor Richtung Uranus sein. Und dann arbeiten wir uns hier nach und nach durch. Das ist der Asteroidengürtel beim Mars. Und dementsprechend ja, machen wir hier einmal alle Planeten durch. Das ein Gespenst. Ist die Kastrell hier zufällig bei mir gelandet, dass ich da... Hi. Du sag Hallo, mal, kann ich helfen? Ja, was habt ihr eigentlich so Angebot? Ich kann bei dir Raumfliegeneier verkaufen. Will ich aber nicht. Will ich aber nicht. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Also entweder wird hier irgendwo geballert oder meine Kastrell glitscht hier gerade rum. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass sie hier angedockt ist. Sackgasse. Ist sie denn schon angedockt? Ja, ist sie. Wo stehst du denn? Da. Am genau anderen Ende. Sehr gut. Dann. Wer bist du denn jetzt? Kastrell. Was habe ich jetzt eigentlich für hier? Ich habe hier Menschen. Okay. Tja, unser Teladi ist ja jetzt beschäftigt. Der ist da, wo er hingehört. Auf einem Handelsschiff. So, wir suchen. Ah, oh, ich liebe die Musik. Das muss ich mal gucken. Wir versuchen mal, also der Beschleuniger wird auf jeden Fall in die falsche Richtung führen. Aber wir werden ihn trotzdem mal ins Log nehmen und mal gucken, ob meine Vermutung richtig ist. Der wird wahrscheinlich zum Pluto führen. Ist jetzt zumindest meine Vermutung. Beschleuniger. Unbekannter Sektor. Ja, ja, noch ist er unbekannt. Da wird er gleich da stehen. Oder müssen wir einmal durchfliegen, dass der uns das sagt, was er ist? Wir werden es sehen. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der zum Pluto führt. Und zum... Jetzt habe ich den Namen vom Mond wieder vergessen. Wie hieß nochmal der Mond? Der eine Pluto-Mond? Der große? Ich habe es im Prolog gesagt, ne? Da, da. Ja, die Max-Speed-Reisegeschwindigkeit der Terraner ist höher als das, was ich hier habe, aber dafür bremst mein Schiff hier auch besser ab.
Schiffe sind mich sehr viel schneller vom Speed hier abgebremst. Wir haben nicht so einen Bubbel oben drauf, der über uns noch 50 Meter hoch ist. Dass wir Angst haben müssen, irgendwo gegen zu klatschen. Was wir machen könnten, ist, wir könnten unseren Händler... Leider gibt es diesen Befehl nicht mehr. Erreiche Pluto. Wo ist Pluto? Da, Pluto! 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 Und das ist der Mond von Pluto. Und der Mond hat einen... Der Durchmesser vom Mond ist halb so groß... Oder etwas größer als die Hälfte des Durchmessers von Pluto. So. Das ist Pluto. Dann können wir jetzt nämlich zu unserer Rapier gehen. Der hat ja gerade nichts zu tun. Und sagen dem Rapier, hier, du, tu hier mal erkunden. Nee, das ist die Kastrelle. Wo ist der Rapier? Da, Rapier. Info, Info. Größer machen. Erkunden. Größer machen, größer machen, größer machen, größer, 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 größer. So, jetzt kann er hier erkunden, das hat aber zu tun. Dann gehen wir aber schon mal zu unserem Merkur. Der hat ja gerade nichts zu tun, der sitzt ja da noch rum und lassen den erstmal hier andocken. Früher gab es mal einen Befehl, der hieß... Formation nicht, der hieß... Heimatbasis. Da konnte ich dem Schiff eine Heimatbasis geben. Das hieß, wenn das Schiff nichts zu tun hat, ist es immer zur Heimatbasis zurückgekehrt. Und das fand ich gut. Weil dann ist es immer safe. Ich weiß, wo es ist. Meine Discoverer hat hier noch genug zu tun. Übrigens, was ich hatte, ist, dass hier, da im Sektor gesegnete Vision, hier eine Gorgo-Verteidiger stand, unbemannt. Problem ist natürlich aktuell, es gibt kein Datenleck, also man kann das Ding nicht scannen. Man kann es nur mit Marines übernehmen und dann hat man Schilde kaputt, Waffen kaputt, Geschütztürme kaputt und die halbe Hülle ist kaputt. Durch die Übernahme durch die Marines. Wenn man das Datenleck repariert und dann das Schiff besetzt, ist alles heile. Hab's verkauft bekommen für... Cashflow, nee, der Cashflow nicht, der Cashflow. Wo ist es? Hier. Ich habe sie ausgeschlachtet, die Gorgo, habe noch 1,1 Millionen dafür gekriegt und dann den Rest verkauft, also nochmal 800.000 obendrauf, also knappe 2 Millionen. Dafür bekommen. So, jetzt ist die Rapier beschäftigt, wir können wieder hier rein. Der Sicherheitscontainer, ja, kommt, interessiert uns erstmal nicht. Irgendwo hier, höchstwahrscheinlich, wir machen einfach mal da was hin. Muss ja dann in der Theorie die Verbindung Richtung Uranus sein. Hier wird es dann wahrscheinlich irgendwo noch ein Sprungtor oder ein Beschleuniger Richtung Ortsche Wolke geben. Was ja das äußere Ende unseres Sonnensystems markiert, aber ist erstmal egal. So, aber ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder zu Ende. Wir haben ein bisschen Überlänge aufgrund des Telefonats, habe ich ein bisschen länger gemacht. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.